Ich trainiere, um Bianca zu besiegen, aber es ist hoffnungslos. Wenn ich verliere, werde ich einfach härter trainieren. Tu das mal. So, gibt es hier noch einen Trainer? Ne, ich glaube nicht. Das heißt, einmal ins Pokémon Center zurück. Bebark am Pennen, Quapsel. Es ist noch nicht in der Zeit, dies zu benutzen. Hat doch Start gedrückt. Ja, eigentlich ist er nur Bebark am Pennen, ne? Also, komm. Wollen wir es nicht riskieren? Wahrscheinlich wird's unproblematisch. Aber warum riskieren? Guten Morgen! Ja, moin auch. Bei euch ist hier noch moin, bei mir ist 17.20 Uhr. So, wieder toppelt, ja. So, nee, wir gehen rechts rum, haben wir gelernt. Jetzt hier links, runter, rechts, runter, links. Wollen wir uns nicht lernen. Zack, boom, bang, bang, bang. Speichern. Sicher ist sicher. Mach ich mir eigentlich keine Sorgen. Aber wer weiß es schon, ne? Ich bin Bianca. Jeder hat sich für Pokémon interessiert, also musste ich mitmachen. Pokémon sind super niedlich. Willst du kämpfen? Sei gewarnt, ich bin gut. Und ich bin besser. Leiter Bianca möchte kämpfen. Leiter Bianca schickt Pipi in den Kampf. Das ist auch irgendwie das Einzige bei den Spielen jetzt hier, was so wirklich den Namen sagt, ne? Pipi. Duplexieb. Finde ich nicht gut. Ist jetzt aber genug hier, ne? Er leidet 3 Treffer. Na. Metronom. Schubfehl. Tschüss, Bibi. War nett mit dir. Das ist jetzt ein weibliches Pipi, ne? Aber ich finde immer, Pipi hat man sich irgendwie anfangs nie auch als männlich vorgestellt. Also, dass es das halt dann auch männlich-weiblich gibt. Das ist schon. Ich finde es irgendwie komisch. Da hat man sich so nie Gedanken drum gemacht. Pipi war irgendwie immer weiblich, so gedanklich. Leiterin Bianca setzt Wildtank ein. Ah, komm, versuchen wir mal mit Weberak noch ein paar Erfahrungspunkte zu geben. Weil Wildtank, der macht, der überrollt dich, glaube ich, ne? Der kann richtig böse wehtun. Anziehung. Weber verliebt sich. Toll. Toll, Weber. Du hast dich verliebt. Du bist gerade kaputt getrampelt von so einer Kuh. Ja, hier, den Walzer. Der haut, glaube ich, richtig rein. Das ist sehr effektiv. Ich glaube, Kadabra ist schon nicht so verkehrt. Oh, da, der haut direkt wieder Walzer raus. Boah, ey, krieg ich schon das Kotzen. Tauboga. Druckzughieb, bist du, glaube ich, schneller. Haut aber einfach nicht so viel raus. Da, du siehst sie einfach weg. Sehr effektiv. Alter. Quapsel. Gib dem eine Kopfnuss. Ah, warum hat er auch immer Vorrang?
Das ist so assi, wenn die dann auch noch einfach mal so viel schneller dran sind. Der haut ja einfach richtig heftig rein. Muss eigentlich einen Geist haben. Der kann ja nämlich nichts. Der keine Chance. Tja, haben wir noch Knofensa und. Na gut, wenigstens. Das Knofensa hält da ein bisschen durch. Kann nur hoffen, dass Iglava den Rest hinkriegt. Das sieht nicht gut aus. Ich habe fast mein ganzes Team hier platt gemacht. Alter! Hat er mich einfach gewonnen. Weg. Nein, ich glaube, wurde besiegt. Fredo hat kein kampffähiges Pokémon mehr und fällt um mich um. Tom Wanderer. Ah, Fredo. Jo, Tom, der Wanderer ist dran. Komm schon, lass uns jetzt kämpfen. Ich warte hier, Route 33. Geh mir nicht auf den Nerv. Gut, dann einmal kurz Reset. Da. Da sind wir wieder. Ja, dann lassen wir das erstmal noch, ne? Hier, verdammt. So ein doofe, dicke Kuh da einfach, ne? Schimpfwörter. Aber es ist ja eine Kuh. Miltang. Was ist der Name, ne? Für eine Kuh, so Miltang, ey. Hast du den wackeligen Baum auf Route 36 gesehen? Meine kleine Schwester war aufgeregt und wollte ihn sich ansehen. Ich bin besorgt, dass... Ist das riskant? Ich glaube nicht. Als ich einmal kämpfte, konnte mein Pokémon keine Attacke mehr ausführen. Die Angriffspunkte oder P seiner Attacken waren verbraucht. Manchmal kann auch ein gesundes Pokémon nicht mehr angreifen. In diesem Fall musst du es einem Pokémon Center oder mit einem Item heilen. Der wird aber einfach diese One-Hit-Geschichte macht. Das ist einfach so böse. Ein merkwürdiger Baum blockiert die Straße. Er fängt an zu zappeln, wenn man ihn anpiekst. Ich habe gehört, dass er rasend wurde, als ihn jemand mit Wasser aus einer Schickikanne begossen hat. Ja, gib mir eine Schickikanne. Entschuldige, bitte. Könntest du mir einen Gefallen tun? Könntest du dieses Pokémon, das einen Brief trägt, zu meinem Freund bringen? Du findest ihn auf Route 31. Das würdest du tun? Super, vielen Dank. Mein Freund ist ein Flegel, er schläft die ganze Zeit. Du wirst ihn sofort erkennen. Du kannst kein weiteres Pokémon mehr tragen. Kann man für den Brief nehmen. Ich frage mich, wie viele Arten von Pokémon es wohl geben mag. Vor 3 Jahren hat Professor Eich verlautbart, dass es 140 verschiedene Arten geben soll. Da sind ein paar mehr mittlerweile. So, gehst du auch zur Pokémon Arena? Ja, ich gucke erstmal, dass ich jetzt hier ein bisschen geskillt kriege. Picknickerin Emily möchte kämpfen und schickt Vulpix in den Kampf. So, das ist natürlich eher was für Quapsel. Die Glut bringt da nicht viel. Und Aquaknarre. Ah, ich hätte schon fast eigentlich gedacht, das müsste ein One-Hit geben. Aber tut es nicht, ist ja auch nicht schlimm. Ja, jetzt mal der Rucksack geben. Wenn ich ihn jetzt sonst besiegt hätte, würde ich noch mal draufhauen. Muss noch mal draufgehauen werden.
99 und Kadabra erreicht Level 17. Kapsel hat auch 99 Erfahrungspunkte. Picknickerin Emily wurde besiegt. Oh, ich habe verloren. Verlor 300 Pokédollar. Ich werde meiner Freundin zeigen, wie cool ich bin. Ich habe zumindest ein paar EP, um die Level hochzubekommen. Schickt King Sandam in den Kampf. Ist ja auch was für Quapsel. Muss ich auch echt langsam mal weiterentwickeln. Ja, da ging daneben wegen blöden Sandwirbel. Treffe ist hier wieder nichts. Ist das jetzt nicht wahr, ne? Der will wieder einfach nichts treffen. Ja, geht doch. Oh! Na gut. Es ist dann besiegt. 127 für Kadabra und 127 für Quapsel. Fast Level up. Schickt Mariel. Das ist gleich was Mariel für ein Pokémon. Das kenne ich nicht. Haben wir noch nicht gehabt, oder? Meryl. Meryl, ja, klar, doch. Ja, Wasser-Elektro, ne? Ja, was für Knofenser eigentlich? Aber vielleicht schafft Webrak es. Ja, wenn das so weitergeht, eher nicht, ne? Ah, zumindest wäre jetzt auch noch vergiftet. Ah, damit macht er mir keinen Schaden. Gift schadet ihm. Erstmal okay. Ah, der Walzer. Nein! Macht er wieder Walzer. Nein! Oh, gut, Attacke ging daneben. Man hätte jetzt wirklich Erfahrungspunkte, wären die weg gewesen. War schon ein Risiko, aber hat sich gelohnt einzugehen. Ach, hättest du doch verloren. So. Der kleine Abstecher hat jetzt nicht so viel. Aber wir müssen dann in den Radioturm auch noch. Da dürften die Trainer wahrscheinlich noch ein bisschen schwächer sogar sein. Weil das immer normalerweise gehst du die nächste Route ja weiter, wenn du ja, wenn du Leiter geschafft hast. Okay. Dann gehen wir erstmal in den Radioturm, aber erstmal speichern. Dann gehen wir jetzt erstmal. Hier war der, nee, doch. Hier war das Glücksdingens Casino. Und hier war dieser Radioturm. Hm? Nee. Doch nicht. War ich denn hier schon drin? Ah ja. Da bin ich drin gewesen. Und hier auch. Mit dem Namensbewerter. Genau. Ach ja. Da kommen wir nicht lang. Kommen wir auch nicht lang. Manchmal vergisst man Sachen, die man gerade erst gemacht hat. Der neue Radioturm wurde erbaut, um den alten zu ersetzen. Ach, echt? Ein neuer gegen einen alten. Das ist also der Radioturm. Was willst du, du Nervensäge? Hau ab. Dann gehen wir mal hier rein. Willkommen. Tag auch. Hallo, bist du wegen der Glücksshow hier? Soll ich die
ID-Nummer deiner Pokémon überprüfen. Wenn du Glück hast, gewinnst du einen Preis. Der Duo-Nummer dieser Woche lautet 60905. Mal sehen, ob du Glück hast. Leider stimmt keine deiner Ziffern überein. Bei uns läuft momentan ein besonderes Quiz. Beantworte die 5 Fragen richtig, um ein Radiomodul zu gewinnen. Stecke es in den Pokécom, um überall und zu jeder Zeit Radio hören zu können. Möchtest du am Quiz teilnehmen? Klar. Frage 1. Gibt es ein Pokémon, das nur vormittags erscheint? Wahrscheinlich. Korrekt. Frage Nummer 2. Ist diese Aussage korrekt? Du kannst Beeren nicht im Supermarkt erstehen. Habe ich nicht im Supermarkt gefunden. Richtig. Frage 3. Ist VM ein Blitz? Ja. Nicht? Nee, was ist der Schneider, ne? Das war leider falsch. Versuch es noch einmal. Bei uns läuft alles. Sind das dieselben Quizfragen? Stecke Pokémon überall, Zeit, bla bla bla. Könntest du Quiz teilnehmen? Ja. Frage 1. Gibt es ein Pokémon? Ja. Zweimal ja. Korrekt. Oh nee, nein! Nee, genau, man kann es nicht kaufen. So, zweimal ja war richtig. So. Frage 3. Ist vor einem Blitz? Nein. Nicht übel. Frage 4. Ist Falk der Arenaleiter von Viola City, der Vogel-Pokémon einsetzt? Ja. Wieder richtig. Hier die letzte Frage. Ist bei den einarmigen Banditen in der Spielhalle von Dukatia City ein Lumanda auf dem Roller abgebildet? Nö, habe ich nicht gesehen. Bingo, richtig, Glückwunsch. Hier hast du deinen Preis. Ein Radiomodul. Fredo erhält Radiomodul. Jo. Einmal falsch. Fredos Pokécom kann jetzt auch als Radio verwendet werden. Hör dir bitte unsere Shows an. Ich liebe Margit vom Pokémon Talk. Ich kenne aber nur ihre Stimme. Ben ist ein großartiger DJ. Seine sonore Stimme lässt mich dahin schmelzen. Wenn Pokémon Schlaflieder im Radio hören, schlafen sie ein. Pummeluf, pummelul. Da schläft wahrscheinlich die ganze Stadt ein. Buena, hi, ich bin Buena. Hast du schon von der Radiosendung Passwort gehört? Wenn du mir das Passwort aus der Sendung nennen kannst, erhältst du Punkte. Sammle die Punkte und tausche sie bei diesem netten Mädchen da drüben gegen einen Preis deiner Wahl ein. Bitte schön, das ist deine eigene Punktekarte. Fredo hat eine blaue Karte. Schick blaue Karte in die Basis-Item-Tasche. Höre dir meine Passwortsendung an. Pokécom. Radio. Da. Pokédex Show. Pokémusik. Glückskanal. Das müsste ja jetzt dann falsch sein. Glücksal-Show. So, das ist hier mit den Pokémon. Ist ja gar nichts hier. Hat ja gar keine Sendung. Du kannst deine gesammelten Punkte gegen einen Preis deiner Wahl eintauschen. Welchen Preis hättest du gerne? Hyperball, Topgenese, Nugget, Sonderbonbons. Protein, Eisen. Oh, das ist schon nicht verkehrt. Aber irgendwie gibt's die Show nicht. Du kannst überall Radio hören,
Probier es mal aus.